Hallo und herzlich willkommen zurück bei Anno 2070, dem neuesten Anno-Spiel der Reihe. Ich habe das Gefühl, jetzt laggt es gerade ein bisschen. Hat in der letzten Aufnahme nicht geleckt. Naja, okay, aber sonst läuft es ja flüssig. Wie gesagt, wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, ich möchte das ein bisschen auch für euch wie ein Tutorial ist. Das heißt, ich gehe ganz anno, wie soll ich das sagen, ganz anno strategisch voran, wie ich es von anno 1404 kenne, damit ihr auch folgen könnt, falls ihr das Spiel auch haben möchtet. So, hier produzieren wir übrigens, wie schon letzte Folge gesagt, unsere Bauzellen. Vielleicht sollte ich da noch mehr machen. Auch da, wir haben die grüne Seite gewählt und auch das sieht hier ganz grün aus, bis auf das Abgas. Wir produzieren natürlich auch grünen Strom mit diesen Windrädern und werden hoffentlich irgendwann auch mal dazu kommen, hier einen Staudamm zu bauen. Alles neue Dinge, die man in Anno 2070 bauen kann. Neue tolle Sachen. Freut mich, dass ich das Spiel endlich habe. Dank Steam. Gut, haben wir jetzt genügend Bauzellen, um eine Konzerthalle zu bauen. Jawohl, jetzt bauen wir hier nämlich die Konzerthalle. Mit Punkt übrigens könnt ihr die Gebäude drehen. So. Schön, dass ich helfen konnte. Ich denke, da hast du nicht geholfen. Da bin ich ganz selber drauf gekommen. Super. So, wie sieht's denn so Neue aus? Bevölkerungsgruppe erfasst. Sehr schön. Das heißt auch neue Ware, und zwar Sushi. Cool. Ansonsten alles schön aufgefüllt, ne? Was Essen angeht. Wir haben jetzt ein neues Haus. Der Park sieht übrigens auch ganz anders aus als bei der anderen Methode. Kann ich denn Diese das zu... Pflanzen haben Sie aber schön hergerichtet. Tatsächlich, und was ist das hier? Ah. Datenbank aktualisiert. Informationen über andere Individuen stehen Hafengestaltung. bereit. Das ist alles, was Gestaltung angeht, ne? Weil mir bloß nicht Vegetation. ins Wasser geht. Kontaktaufnahme mit anderer Person. Ist wieder irgendjemand da? Möchte ich schon mal die anderen zwei Spieler finden und dann Friedensbündnis und so machen. Was haben wir hier noch? Hafenbehörde. Schafft Hafenbereich, ermöglicht Warenaustausch mit Schiffen. Stolz auf dich sein. Repariert Schiffe, okay. Und das haben wir hier noch. Statistikgebäude. Zeigt alle verfügbaren Statistiken an. Finde ich gut. Und hier haben wir jetzt die neuen Sachen wie Werkzeugproduktion und Holz. Du kannst stolz auf dich sein. Ah, wow, das ist ja ganz geil gemacht hier. Hier sehen wir, wenn wir Werkzeug brauchen, können wir hier draufklicken und sehen hier gleich, was es alles braucht, damit wir Werkzeuge herstellen können. Also es braucht Eisen, Erz und Kohle. Haben wir denn hier Eisen und Kohlevorkommen? Haben wir tatsächlich irgendwo? Was, Hummer? Ermöglicht Abbau von Ressourcen. Ah, und das sind jetzt einfach Ressourcenplätze und nicht mehr irgendwie spezifisch das Gold und das Kohle und so, sondern hier kann man jetzt abbauen, was man möchte. Ist ja auch geil. Und hier, wie gesagt, mit Holz wird man wahrscheinlich dann auch noch spezielle Gebäude erstellen können. Werkzeug habe ich im Moment noch genug. Strom habe ich auch noch. Gut. Jetzt, wenn wir mit anderen Schiffen handeln möchten, brauchen wir wahrscheinlich eben da. Wo war denn das? Ach so. Die Hafenbehörde. Ist nicht gerade billig, ne? Machen wir die gleich daneben. Oder ein bisschen entfernt. Komm, machen die ein bisschen entfernt. So vielleicht. Oder so. Da. Oder da. Da. Nö. So, hier kann man jetzt also mit anderen Schiffen handeln. Konnte ich das hier nicht? Doch, das konnte ich hier schon. Oder ist es das, was auch in Anno 1404 gibt, dass man einfach noch mehr Schiffe andocken können? Dann wäre es dieser Bau unnötig gewesen. Naja, ist ja wurscht. Dann, was haben wir hier noch? Komm, wir sorgen jetzt mal dafür, dass wir Werkzeuge kriegen. Und zwar brauchen wir hier dafür Kohle und
Eisen. Können wir hier den Kohlenmine, eine Kohlenmine machen? Und auf der anderen Seite eine Eisenmine. Also das ist jetzt Eisenmine, das ist Kohlemine. Und dann müssen wir das alles natürlich dann schmelzen. Dazu brauchen wir den Schmelzofen. Ich verbinde jetzt so die zwei Sachen mal und jetzt baue ich hier noch einen Schmelzofen hin. Ich weiß nicht, bei Anno 1404 ging die vorhand das Zeugs von der Mine holen. Ich mache jetzt zur Sicherheit noch eine Straße von der Mine hier hin. Vielleicht wird das dann mit Fahrzeugen geholt und da kommt nämlich ein Fahrzeug. Das geht jetzt auch zur Mine, okay. Das heißt, man braucht jetzt auch Straßen von der Mine zum Schmelzofen. Bei Anno 1404 braucht es das nicht. Da konnte man Sachen wie Minen oder was war da noch? Die Holzfällhütte theoretisch auch. Musste man gar nicht an Straßen bauen. Nur wenn man nicht irgendwie noch eine Schreinerei oder eben den Schmelzofen daneben hatte, weil dann, die liefen dann dahin und holten sich das Zeugs. Auch ganz geil mit diesen Fahrzeugen, die hier rumfahren. Die nächste Lieferung. Oder fliegen, was auch immer die tun da. Da, unsere kleine Stadt könnten wir auch wieder ausbauen. Ich glaube, wir müssen wirklich hier noch ein bisschen mehr Bauzellen errichten. Für mehr Bauzellen sorgen. Oh. Wie es aussieht. Damit wir hier ein bisschen mehr noch bauen können. Ich baue es jetzt in die Mitte. Was braucht es? Drei, ne? Hier und gleich hier auch, damit alles schön. Energieversorgung mangelhaft. Ja, jetzt haben wir mal zu wenig Energie. Okay, dann machen wir noch ein bisschen mehr. Müssen alles miteinander verbinden, ne? Machen wir hier noch zwei. Die Straße müssen wir verbinden. So. Sonst hat hier kein Kraftwerk mehr Platz, so viel ich weiß. Jetzt haben wir wieder 10 Energie. Ich weiß, ihr braucht Felder. Jetzt wäre es mal eine Straße. Jetzt braucht ihr diese doofen Felder. Hoppla. Und jetzt muss ich schauen, dass ich denen nicht gegenseitig den Platz klaue. Ne, das sollte schon gehen, so. Ich will immer mit der falschen Taste drehen. Drehen ist ja mit dem Punkt. So, komm jetzt da. Los, so. So, und auch hier natürlich wieder diese Gebäude hier. Ah, ja, jetzt haben wir jetzt so einige Werkzeug. Haben wir hier noch im Schiff? Ja, wir haben da noch Werkzeug. Super, weil wir produzieren. Ah doch, ja. Eigentlich sollten wir gleich Werkzeuge produzieren, aber das dauert immer ein bisschen, bis das wirklich kommt. Und da bauen jetzt hier noch so eine und da noch so eine. Gut. Hier haben wir den Schmelzofen. Ah, der produziert jetzt Eisen, aber das ist noch nicht alles. Wir müssen auch noch vom Eisen nachher zum Werkzeug kommen. Hab ich ja ganz vergessen. Verflixt. Dafür brauchen wir nochmal 3 Werkzeuge. Gut, ich denke, das wird Zeit, dass... oder kriege ich was, wenn ich das abbreche? Als künstliche Intelligenz der Arche bin ich darauf programmiert, sie in jeder Hinsicht zu unterstützen. Okay, wie du meinst. Ich schicke mal die Schiffe hier, die Handelsschiffe, los. Die sollen jetzt mal schauen, ob wir da unsere Mitstreiter finden. Weil jetzt haben wir kein Werkzeug mehr. Ist ja toll, scheiße. Ich reife mal so einen Teil ab. Na toll. Einen Bohrer habe ich bekommen. Wo ist er denn? Spiel gespeichert. Toll. Diese Kisten müssen auch noch an Bord. Hä, jetzt muss doch dann. Ich habe doch gerade Werkzeug bekommen, als ich es abgerissen habe. Verstehe ich nicht.
Gut, dann hoffen wir mal auf diese zwei Schiffe, dass die einen Handelspartner finden. Jetzt haben wir schon Probleme, haben keine Werkzeuge mehr. Verflixt. Aber wir können keine Werkzeuge herstellen, weil wir dafür Werkzeug brauchen. Wie logisch. Und zwar drei. Scanner registrieren Bewohner auf dieser Insel. Ah ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das heißt, wir schauen gleich mal, ob wir hier das Kontor finden. Ah, tatsächlich. Was sind das? Was sind das? Wenn Sie Green Offensive gesucht haben, sind Sie hier richtig. Okay. Ich bin Leon, ich habe hier das Kommando. Wollen Sie Ihre Ausrüstung aufstocken? Jawohl, will ich. Wir sind uns einig. Vielen Dank. Adieu. Oh, hast du sonst noch was? Nö. Ich habe hier ein paar interessante Dinge gemacht. Vielen Dank und tschüss. Ah, haben wir es ja doch noch gerettet hier. Ich mache jetzt hier den hier. Und jetzt fahren wir zurück zu unserer Insel. Mit auch die Schiffe. Registriere Festland. Ah, warte, das interessiert mich zwar, weil das andere Schiff fährt ja hier auch noch. Haben wir hier dann auch Bewohner? Nö. Was ist denn das? Umweltverschmutzung. Diese Insel kämpft mit den Hinterlassenschaften Deine der Vergangenheit. Für die Lebensweise der Ecos hat uns auf dich aufmerksam gemacht. Ich bin übrigens Jana Rodriguez von der Eden Initiative. Okay, Rodriguez. Ist sie hier irgendwo zu Hause? Ach ja, tatsächlich. Komm, dann fahre ich mit dem Schiff mal hier in die Mitte. Und das Schiff sollte jetzt mal nach Hause kommen. Da zu unserem Hafen. Da sieht man, wie sich jetzt das bewegt. Das ist das im Hintergrund, was sich da so bewegt. Ist geil mit dieser Schärfe bzw. Unschärfe. So, jetzt laden wir mal das Zeugs ab. Und jetzt können wir nämlich selbst Werkzeug herstellen. So, passt ja wie angegossen da in. Das benötigt jetzt Eisen, Rohre und die haben wir ja hier. Denke ich. Da, jawohl. Weil die hat es jetzt hierhin gespeichert. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Anstatt dass sie direkt da zum Werkzeugdingens gegangen werden. So, jetzt können wir auch noch Sushi machen oder Biokost. Zwar brauchen wir dafür Gemüsefarm und eine Reisplantage. Wir haben hier Reis und Gemüse. Das trifft sich ja gut. Das heißt, wir können auch das ohne Probleme herstellen. Vorher noch möchte ich eigentlich auch unser Städtchen hier noch ein bisschen vergrößern. Was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4. Ich denke noch 4. Registriere Festland. Häusern können wir hier eine Linie ziehen. Hallo? So, hallo, so. Spuckt ein wenig rum hier. So, wo habe ich den Festland entdeckt? Hier habe ich Festland entdeckt. Jö, okay, das ist eine kleine Insel, ne? Sind das alle Inseln hier unten? Sonst fahre ich jetzt noch hier hoch. Und hier möchte ich, wie gesagt, noch... Was haben wir hier? Eco-Schiffswerft. Wetterkonstellation. Verbessert die Ökobilanz. Okay. Häuser. Wie bei Anno 1404 reicht irgendwann nicht mehr aus, um alles zu haben. Also irgendwann kommen die nicht mehr bis zur Tonhalle, Konzerthalle. Und darum wird das jetzt die letzte Reihe. Danach kommen dann hier hinten wieder irgendwann eine Konzerthalle. Und wir bauen hier noch nach diese Seite aus. Wohnhaus aufgestiegen. Und auch hier bauen wir noch raus. Das müsste hier sein. Und jetzt machen wir noch eine weitere Häuser. Aufgepasst! Trenchcoats Fundgrube ist im Anmarsch. Wer ist denn das?
Okay, zu wenig Baumaterial. Wer ist wie viel? Wer ist die Mannmarsch? Oh, wollte ich eine nicht. Eine ihrer Aufgaben ist noch unerledigt. Weil was für eine Aufgabe? Ich darf Sie an Ihren Auftrag erinnern. Was für ein Auftrag? Was für ein Auftrag? Verstehe ich nicht. Ich spiele hier mein eigenes Spiel. Ich will keine Aufträge. Wohnhaus aufgestiegen. Kann ich hier auch die Aufstiegungsrechte? Ah ja, die kann ich tatsächlich auch wegmachen. Ah komm, ich lass die mal so. Kann ja später dann das manuell machen. Weil jetzt, wo ich eh noch nicht so weiß, wie es aussieht und so, da lasse ich das mal automatisch, auch wenn ich das nicht so gern habe, wenn hier automatisch etwas geschieht. Haben wir eigentlich auch neue Insel geortet. Ein anderes Kraftwerk oder so? Das wäre ein anderes Kraftwerk. So, hier haben wir wieder eine Insel. Und da ist es dieser Panda-Bär. Wie läuft's? Ach, der handelt. Die Panda Society. Ich habe übrigens in diesem Moment gerade entschieden, dass Anno 2070 Folgen 20 Minuten lang werden. Ich hoffe, das ist okay so. Oh, siehst nicht so aus, als wolltest du der Barracuda League beitreten. Jetzt bin ich auf Hector gestoßen. Oh, die schießen auf mich. Was soll das? Bis durch. Verflixt. Schnell nach Hause. Die versenkt mein Schiff. Oh oh. Lass mich in Ruhe. Ich kann das ja nicht angreifen, oder? Gegen unsere Schiffe hast du nicht den Hauch einer Chance. Ich weiß. Fahrzeug meldet verringerte Geschwindigkeit. Nein! Ermittle Ursache. Wieso habe ich nicht die Kriegsflotte gewählt, sondern die Handelsflotte? Verflixt. Der bringt mich um. Verpiss dich, du Scheiß. Das ist nur eines von 100 Barracuda-Schiffen. Ach Mist, habe ich jetzt echt schon Schiff verloren? Nein. Ich hasse dich. Ich hasse den Typen jetzt schon. Ich hasse ihn. Scheiße. Ach Mist, ey. Was wollen die bei mir? Wir sind wieder vorne, ist die alle zu mir? Verpisst euch! Wehe, greift mich an. Das wäre irgendwie. Was wollen die? Die Barracuda League kontrolliert diesen Sektor. Hallo? Schießen ist die mich einfach ab. Was soll der Scheiß? Jetzt spielen wir Katz und Maus. Was soll der Scheiß? Nein, die verbauen mir einfach die Schiffe. Hä? Was ist für ein Scheißspiel? Wieso machen die das? Was soll das? Das kann doch nicht wahr sein. Was kann ich dagegen tun? Hä? Ist das normal? Nee, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich einfach kein Schiff mehr. Sollen wir deine Kähne entführen? Was soll der Scheiß? Was kann ich für Sie tun? Ja, wie bekomme ich jetzt ein Ersatzfahrzeug? Kommandoschiff, Einsatz. Wie kann ich helfen? Wie komme ich jetzt zu meinem... Was machen jetzt die? Alle Systeme bereit. Wie komme ich jetzt zum Schiff? Kommandoschiff fertiggestellt.
initiiere Steuerungsroutinen. Okay. Alter, was steht der da rum? Das darf doch nicht wahr sein. Was soll der Scheiß? Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Wieso kriege ich hier kein Schiff? Ihr Auftrag? Was soll das? Du bist neu, also werde ich es dir erklären. Dieser Sektor ist Barracuda-Territorium. Wenn du hier bleibst... Aber solange der Typ da steht, werde ich sie gleich wieder verlieren. Ah, er fährt weg. Kann ich denn meinen Haufen damit schützen oder so? Okay, ich könnte das hier freischalten. Okay, was ist hier? Jetzt bist mal du dran, uns zu helfen. Was ist das? Belohnung 119 und 14. Fisch, wenn ich 7 Tonnen Holz einliefere. Okay, dann ich muss sowieso mal hier genug Holz machen. Machen wir das auf dieser Seite der Insel. Und da auch wieder eine Straße hin. So, und dann noch eine Schreinerei, oder was ist es? Sägewerk, okay. Das braucht auch Platz. Wieso denn das? Wieso braucht das Platz? Wieso braucht das Platz? Ah, kann das selbst irgendwie Bäume... Aber Eisen, für was braucht man denn? Oh, das ist eine Baumschule. Nö. Ich sollte vielleicht das Sägewerk zur Baumschule stellen. Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Energieversorgung mangelhaft. Ja, das glaube ich dir gerne. Energie, Energie, Energie. Wir brauchen Energie. So, hier kriegt noch einen Platz. Was zeigen eigentlich diese blauen Teile hier an? Er bringt nur 35%. Die bringen alle nur 35%. Also kein Wind im Moment. Also ich muss hier unbedingt mal noch eine andere Möglichkeit haben, Wind zu holen. Wir zählen auf dich. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Einwohner, damit wir so gewisse Sachen noch freischalten können. Habe ich das Gefühl. Ja, wir haben ja wieder unten von... Wir haben ja wieder Bauzellen, das heißt, wir können auch wieder Häuser bauen. Oh, es ist schon wieder Zeit, ich möchte Überlänge machen, tut mir leid. Schon wieder 24 Systeme Minuten. Bereit. Ah, schon wieder falsche Taste. Und du halt die Fresse, Lob. Wir haben unsere Schiffe verloren, Leute. Geht ja gar nicht. Was soll denn der Scheiß? Passiert das immer, wenn man... Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Passiert das immer, wenn man Anno 2070 anfängt? Schreibt doch bitte in die Kommentare, ob das wirklich so ist. Irritiert mich jetzt. Wieso schießt er meine Schiffe weg? Oder ist es nur darum, weil ich da noch hochgefahren bin, oder wie? Verstehe ich nicht. Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr das in die Kommentare schreibt und mir erklärt, wieso es jetzt so gelaufen ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Anno 2017.